Buenos dias, meine Amigos, und willkommen zu einem neuen Video heute auf Hunted. Wir spielen mal wieder Herrschaft, so wie im letzten Video. Nein, also wir spielen Herrschaft, aber nicht auf der gleichen Karte. Also, egal. Ich spiele auf jeden Fall den Reinecker mit der Vesper, genau. Die spiele ich jetzt erst seit circa 20 Minuten. Also davor habe ich sie natürlich auch schon gespielt, aber ich wollte einfach mal ein bisschen mit der spielen und die eintrainieren sozusagen. Die ist nämlich wirklich gut im Hardcore-Modus. Den spiele ich auch am liebsten, denn Hardcore ist ja am echtesten sozusagen. Ne? Da zuckt man dann natürlich auch öfter aus, aber es ist realer. Und so will ich das halt auch. Das liebe ich an der Vespa. Und die Leute hassen es, die damit getötet werden. Du musst nicht wirklich zielen. Hört sich zwar blöd an, ist aber so. Du musst nämlich wirklich nicht viel zielen. So, ich glaube, ich helfe mal meinem Kumpanen. Oh shit. Ah, okay. Ich sage, ich bringe nicht immer so die geilen Scores. Manchmal läuft es natürlich gut, aber das nehme ich eigentlich vom Prinzip her nie auf, wenn ich was Geiles spiele. Weiß nicht, ne? So, schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen das Ganze sichern. Dass ein bisschen die ganze Situation lockerer wird. Wow. Darauf war ich nicht vorbereitet, hier mit der HVK oder wie die heißt, weggeholt zu werden. So, was? Den habe ich jetzt nicht geholt. Ein Scheiß. Na egal. So. Die wollen uns hier kommen. Ja. Also das Aim ist. Das Aim ist nicht auf meiner Seite. Nicht mit der Waffe. Deswegen spiele ich sie auch, weil mit der kannst du das Aim ziemlich gut verbessern. Da ist es auf jeden Fall mal gut, mit Waffen zu spielen, die du einfach nicht so gut kannst, wo du weißt, die verzieht ordentlich. Aber damit kannst du halt auch trainieren, wenn du die spielst. Und also wirklich trainieren tue ich ja nicht, ne? Ich spiele es einfach nur, aber wisst schon, was ihr meint. Wo? Was war das jetzt? Ist die Connection noch da? Ja. Streik gerade ein bisschen. 5, 6. Ja. Ganz guter Ping. Aber schau mal im Battlefield-Video erwähnt, meine geile Connection. So, schauen wir mal, dass wir da hinten rumkommen. Ohne, dass ich sterbe. So. Headshot. Nein, ich wollte ausweichen. Ja, einer KT. Sehr professionell auf jeden Fall. So, schauen wir mal, dass wir hier C irgendwie holen. Das wird jetzt schon eingenommen, aber da pushen auf jeden Fall noch einige nach. Okay, ja, von hinten auch noch. Da kann man nichts machen. Da kann ich nichts machen. So, schauen wir trotzdem, dass wir noch weiter auf C bleiben. Da können wir da auf jeden Fall was. So, den Reiniger. Ich bin der Reiniger. Danke sehr. Ja, okay. Auf Entfernung geht es dann doch nicht so gut. Aber mit dem Flammenwerfer kannst du die Leute schon ziemlich gut verwirren. Ich hatte schon einige Situationen, wo ich dachte, yo, jetzt ist es aus. Dann noch ein Flammenwerfer rausgepackt. Rumgeflamed. Muni verschossen, nachgeladen. Und dann konntest du sie ganz gechillt holen. Ihr merkt, ich habe eine raue Stimme. Ja, woran das liegt, ich habe keinen Schimmer. Habe einfach gerade eine raue Stimme. So. Schauen wir mal, dass wir jetzt safen. Ich lege mich eigentlich nicht so gern hin in dem Spiel. Ja, und wer will, dass mal ein Zombie-Gameplay kommt, soll es in die Kommentare schreiben.
Oh, was war das? So. Zombie spiele ich nämlich richtig gern. Bin ich zwar nicht so gut. Aber wenn mal irgendwer mit mir zusammen zocken will, schreib mich einfach an auf der Xbox. Ich bin der Tobi Bauhaus. Sollten aber eh alle wissen, die meinen Kanal abonniert haben. Ja, so heiße ich auch auf der Xbox. Das ist am logischsten für mich. Ja, okay, wieder zu viel. Ja, bester Spieler. Wir führen sogar. Oh mein Gott. Lol. Bestes Gameplay war nein, Spaß. Also wenn das bei mir gut ist, dann weiß nicht weiter. Wenn das jetzt schon das Beste ist, was ich ja spielen kann. Nee, nee, so ist es ja nicht. So. Sehr gut, dann schauen wir mal, dass es jetzt auch so weiterläuft. So, gleich zu A pushen, hätte ich gesagt. Dann gehe ich über den Fluss zu C. Ja. Alle Black Ops 3 Gameplays, die jetzt eigentlich sehen, ich glaube, es sind zwei oder drei. Ja, kein Schimmer. Die wurden jetzt am doppelten XP-Weekend erspielt, falls es wen interessiert. Die lade ich jetzt einfach über die Woche hin auf YouTube hoch. Das war von mir jetzt die Taktik. What the fuck? Easy get wrecked legs. Oh mein Gott, mein Mikro. So, C, 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 komm, komm, komm. Oh. Ja, noch gesichert. Plünderer natürlich immer dabei. Obwohl ich ja nicht so auf Nuklear spiele. Oder die Frage ist, ob ich überhaupt schaffen würde, auf Nuklear zu spielen. Ist natürlich andere Frage. Aber trotzdem. So. Ja. Ah, erobern die jetzt. Schauen wir mal, dass wir das zurückbekommen. Das wäre natürlich optimal. Was denn, was war denn los mit dem Typen? Der packt da sein Leben nicht, oder was? Jetzt bleibt er einfach stehen. Tötet mich. Ich habe nichts getan. Was war das jetzt wieder? Also, das Aim ist halbwegs auf meiner Seite, kann man sagen. Aber wirklich nur halbwegs. Oh. Ja, gut, war klar, hinter uns hocken die wiederum wie die Spasten. So, holen uns A wieder zurück. Ja, natürlich mit der Vespa auf die Entfernung geht da gar nichts. So. So, die haben es jetzt mal durchgeschafft. Der kommt auf ganz gechillt von hinten. Ja, das ist schon ein klares Spiel. Danke sehr. Was? Wow, da ist noch eine gestanden. Get wrecked. Das ist der Cerberus, sehr geil. Ich hasse eigentlich so übel den Cerberus. Was? Ich meine, ich hab ihn gesehen, aber dass der da so rumlungert, das hasse ich. So. Schauen wir mal. Grüß dich, mein Freund. Mein Freund des Mond-Sonnensystems. What the fuck? So. Ah, scheiß auf B. Wir wollen Leute töten. Go, 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 Franz. Go, go, go. Was war das jetzt wieder? So. Nein, Mann! Alles wieder richtig belastend. Schauen wir das mal. Uns trotzdem wieder zu B hinschlagen können. Obwohl Massive Lex am Start sind. Die plötzlich wieder weg sind. Geile Reaktionszeit meines Internets zu verdanken. Ich rede sehr abgehakt gerade. Das liegt daran, ich habe keine Lag-Versicherung. Das heißt, falls es Lags gibt, bin ich dagegen nicht versichert, Leute. Ich bin nicht versichert dagegen.
Wisst ihr, was man da macht? Nein, ihr wisst es nicht. Ihr müsst euren Router töten. Wer den Router tötet, der ist erfüllt von Liebe. Hey, krass, was der Typ für Sachen macht! Der ist so abnormal! Hat er sich hingelegt? Ich hoffe mal, der ist weg. Danke sehr. Ich sollte immer irgendwie Short Range spielen. Kurzdistanz einfach. Weil mir die auf die Länge zu viel Aim haben mit den anderen Waffen, ne? Ihr seht schon hier, geht das ganz gut auch noch ohne Zielen. Dafür kann man ja irgendwie auch sagen, ist hier. War das sein Ernst? War das jetzt wirklich sein Ernst, dass er das gemacht hat? Mich regen diese Leute so auf, die einfach nicht auf die Minimap schauen. Also wenn sie im Hardcore-Modus mal da ist, wenn man Drohnen hat, ne? Es regt einen einfach auf. Weil, ich meine, wenn du sie hast, dann verwend sie, ich meine. Da ist einfach keine Taktik dahinter. So, Digga, ich weiß, du lungerst da irgendwo rum und willst unseren Punkt einnehmen, ja? Danke. Nein. Nein, 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 nein. Jo. Mhm. Danke sehr, mein junger Freund. Ja. Ich grüße dich. Wie habe ich das jetzt überlebt? Wow. Ja, genau, den hinten hitte ich. Habe ich einen Hitmarker und den vorne nicht. Ja, was soll denn das? So. Lungert da doch einer rum. Ich halte es nicht aus. War es jetzt der letzte Kill? 22, 23. Ja, ist noch okay, ne? Ist noch okay. Jo, das war ich. So, erstmal. Ne, das war nicht ich. Ah, da links laufe ich. Der hat ihn nach mir gekillt. Warum denn das? Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's dann auch schon. Grüße gehen raus, ich bin raus, das gibt Applaus.